Nach so einem Jahr dachte ich, naja, also jetzt kann ich das ja eigentlich ziemlich gut, fand ich. Und habe dann endlich mal den Weg nach Schöneweide gefunden. War ja auch relativ lang mit Schienenersatzverkehrs damals. Und kam dann in die Schule rein und ins Sekretariat. Und da saßen so drei Drachen, so Ostsekretärinnen, die natürlich die ganze Schule geschmissen haben. Ganz liebe Frauen, die habe ich dann später kennengelernt. Und die wollten mir die Unterlagen nicht ausgeben. Die haben einfach gemeint, das wäre eine absolute Beleidigung für die Professoren dieser Hochschule für Schauspielkunst, wenn ich mich dort bewerbe. Weil du so schlecht Deutsch gesprochen hast. Ja, aber weil ich ja so schlecht gesprochen habe, habe ich es nicht wirklich verstanden. Habe dann die Unterlagen einfach genommen.